Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute gerne mit euch zusammen den Trailer von Lone Echo 2 gucken, und zwar in der 360-Grad-Version. Das heißt, ich sitze auf dem Stuhl mit einer VR-Brille und gucke mir das Ganze an. Also hier sehen wir ja auf YouTube, gibt es die 360-Grad-Version. Auch wenn es jetzt gerade so ruckelig ist, ne? Man kann sich hier komplett umgucken. Und das kann man halt auch in der VR-Brille erleben. Ja, das würde ich halt gerne mit euch zusammen gucken. Und ja, danach gibt es ein kleines Fazit noch. Also ja, bevor wir aber loslegen, die Leute, die Lone Echo 1 noch nicht gespielt haben, das noch vorhaben, oder Leute, die sich jetzt hier halt wirklich nicht spoilern lassen wollen, ja, am besten abschalten, Spoiler-Alarm jetzt hier. Nicht, dass irgendwas gezeigt wird oder erzählt wird, was eventuell dann wirklich ein Spoiler ist, das wäre blöd. Weil die Story von Lone Echo 1 ist echt genial, und von daher, ja, lieber abschalten. Auch wenn es blöd für meinen Kanal ist, aber ihr könnt mir ja trotzdem einen Like da lassen dann. Okay, ich würde sagen, wir gehen ins Video und sehen uns gleich nochmal. Viel Spaß! Rekonstruktion, okay. Und da sind wir schon in einem Raumschiff. Sieht auch wieder sehr geil aus. Da ist der Schimpfaffe auch wieder. Das ist Olivia. How did we end up here? Now the hell are we gonna get home? Jack? Are you awake? So, they... Also wir sind irgendwie sehr beschädigt. Echo. I don't get it. All core subroutines are running normally. Kinetic armatures online. And clearly your optics are functional. What am I missing? Jack? Can you hear me? Your systems are failing. I barely managed to keep your core memory alive. I just need you to hold on. Okay? I'm gonna get you patched up. I promise. Olivia sieht ziemlich mitgenommen aus, würde ich sagen. Well, I can't think of any right now, but... Okay, unseren Körper können wir jetzt nicht sehen. Not to jinx it, but I think we're actually making progress here. Und sie versucht, unseren Kern wieder zu reparieren. Yes! Finally! Unser Arm funktioniert wieder. One last diagnostic check to be sure, but I think your arm is good to go. Initializing full spectrum diagnostic. And now we wait. Achso, die spielt Karten damit. What? Das ist gar nicht unser Arm, oder? You are the only person who calls me Jack. Is that your way of saying you're going to miss me? Oh, und der Roboterarm macht irgendwas? Gehst du weg? Was ist anything decent to eat in here? Okay, war doch unser Arm. Or at least some coffee. God, I wouldn't give for a good cup of coffee. Olivia will Kaffee trinken. Ja, jetzt ein Kaffeeautomat. What fire? Fire detected. Sector 4. Crew quarters. Fire detected. Oh my god! Sector 4. Crew quarters. Hang on. Sector 4. Crew quarters. Damn it! Schauen wir, brennen wir gerade.
What would I do without you, Jack? A 100 days trapped in this godforsaken place. 100 Tage ist sie jetzt schon hier, okay? How long are they gonna keep us here? I don't know if I can do this, Jack. Not without you. I thought I'd lost you. So, you are going to miss me. Hut ab, initiiert. Okay, jetzt ist Jack wieder da. Okay, structural integration complete. Everything looks to be in order. Der Schimpfwaffe zählt auch immer weiter hoch. This is it. This has got to work. Ich freue mich so sehr, Jack, auf den Teil. Can you hear me? Come on. Jack, please. In the morning, sunshine. Jack! Oh, thank God. Are you all right? Am I all right? You're the one who's been out of commission for God knows how long. Liv, what's going on? Captain Rhodes, report to observation. Don't say a word. They can't know you're online. I promise I'll explain everything when I get back. I'm going to need your help. Just sit tight. Das war's. Das war der Trailer von Lone Echo 2. Genial. Ja, Leute, das war der Trailer von Lone Echo 2. Echt genial. Ich bin tierisch gehypt und freue mich auf das Game. Das erscheint 2019 irgendwann. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, wann 2019. Vielleicht kristallisiert sich das irgendwann zur Jahreswende heraus, wann das jetzt kommt oder erscheint. Und ja, was kann man sagen? Bevor wir jetzt wieder Leute eventuell spoilern. Leute, wenn ihr bis hierhin irgendwie geskippt habt oder so, haltet ab, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt. Wäre blöd. Das dazu. Und ja, was kann man sagen? Olivia hängt seit 100 Tagen auf dieser Station, versucht uns zu reparieren. Und ja, ist nicht ganz klar, warum wir repariert werden müssen, was passiert ist. Weil am Ende von Lone Echo 1 sind wir ja eigentlich völlig okay, in Ordnung. Olivia ist wohlauf. Also keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Und am Ende von Lone Echo 1 werden wir ja von irgendwen ja, kontaktiert. Da wissen wir auch nicht, wer das ist. Und ja, wir haben ja diesen Zeitsprung gemacht. Also wir sind ja nicht mehr in unserer Zeitlinie, wo wir gestartet sind in Lone Echo 1, sondern sind jetzt auf einer anderen Zeitlinie. Und ja, Olivia reagiert hier im Trailer jetzt ziemlich nervös, als wir nochmal kontaktiert werden von diesen Leuten. Und sie meinte, sie braucht unsere Hilfe und wird uns später aufklären, was da los ist. Und da bin ich echt gespannt, wie die Story, in welche Richtung sich das entwickelt. Weil ich glaube nicht, dass diese Leute, die uns da kontaktiert haben, wirklich gut sind. Sondern die sind wahrscheinlich irgendwie böse. Sonst bräuchte Olivia auch nicht unsere Hilfe. Aber man kann sich ja gut vorstellen, wenn man 100 Tage alleine ist, und man könnte so einen Androiden reparieren, der einen Gesellschaft leistet, würde man da das auf jeden Fall auch machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel und ich denke, ihr auch. Also wer das noch nicht gespielt hat, Lone Echo 1, Leute, zockt es, weil es ist eines der besten VR-Games meiner Meinung nach, auf jeden Fall von der Story her, von den Emotionen her und ja, alleine die ganze Steuerung und so weiter funktioniert so wunderbar, also echt genial. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, Like raus, Abo-Button nicht vergessen, falls ihr noch kein Abo gegeben habt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.